Herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Brotherhood, Part 5. Wir sind weiter mit Desmond hier unterwegs. Immer noch gespiegelt. An den wichtigen Stellen, wo der Text wichtig wird, werde ich die Spiegelung kurz aufheben. Ich hoffe, dass YouTube da dann nicht irgendwelche Sachen herauserkennt. Weil ich überhaupt nicht vorhabe, den Komm mit. Spielinhalt auf YouTube zu stellen, sondern ihn mit meiner Stimme zu synchronisieren, eher gesagt. Desmond, das war ziemlich cool. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Gut gemacht. Wir warten dann einfach hier oben, ja, so ganz allein. Mit Zielsuchern auf dem Rücken. Der war nicht. So, wir sind in der alten Mine. Jedenfalls war das mal die alte Mine, wenn man sie renovierte in Assassin's Creed 2. Und das Licht ist Warum geht aus. das nicht an? Ach, endlich raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Lass mich raten, du bist mehr der um 6 ins Bett-Typ. Was? Desmond? Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend. Überzeugt. Okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeige ich's dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Wir haben Licht. Ich finde Desmonds Outfit so geil irgendwie. Mit diesem schwarzen Ding drunter. Was war das? Unter diesem Ich kann weißen nicht sehen. Lauf, verschwinde, bevor die Soldaten dich Kapuzenshirt. schnappen. Korrekte! Los! Zack. Sie flohen hier lang. Was? Krasse Effekte. Elsie und die Einwohner. Nach dem Angriff, ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer. Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Das ist nicht lustig. Okay. Hier auf. Naja, passt ihr da durch? Super, es klemmt. Ich pass durch. Wow, das gut geht. Na bereit. klar. Lucy stirbt ja jetzt noch. Stirbt nicht. Lucy ist unsterblich. Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Ja. Dieser Weg ist ziemlich klar. Wir sind ja jetzt Assassine geworden. Schon am Ende von Assassin's Creed 2 Von hier konnten aus wir komme ich in dann den Korridor fighten. unter mir. Pass auf die Ratten auf. Und ihr müsst euch jetzt nicht die Ohren Ich zuhalten. Ich dachte, wenn werde du jetzt welche siehst. nichts mehr spoilern Danke zum für deinen Ende von Assassin's wertvollen Creed Hinweis. 2. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass Desmond? ihr, wow, dass ihr alle Mehr dieses Geister. Spiel schon durchgezockt habt. Ich bin hier, ja? Bleib bei mir. Ja, ich bleib bei dir. Hier hoch muss ich ja. Ezio! So irgendwie klar. Und da Wurdest du ist getroffen? Claudia. Nein, ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. So, Checkpoint erreicht. Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Gut gemacht. Stets zu Diensten. Hammer. Wie alt sind diese Teile Hammer. wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Nach der Was für ein ganzen Zeit Glück, im ne? Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nicht sagen, aber du wirst langsam fett. Autsch. Rebecca hat sogar schon den Animus verbreitet. Im Ernst? Nein. Und los geht's. Im Ernst? Bereit. Nein. Ja, das ist ja jetzt hier nur so ein Hin und Her und da ist ja jetzt nichts wirklich Schwieriges an dem Als ich Parcours. zuletzt hier war. Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen, das war falsch. Hey, ganz im Ernst. Ich habe den Spaß Oh, meines der war Lebens. geil, der Sprung. Und das verdanke ich dir.
Pass nur auf, wo du hintrittst, okay? Der Spaß deines Lebens, Desmond. Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Das war aber jetzt ganz schön knapp hier. Da, ein Hebel! Erdrückt worden. Wo soll... Ah ja, na, das ist ziemlich klar, wo ich hoch soll. Oder gesagt, wie Desmond hoch soll. Hier geht was auf. Ich hänge hier fest, aber ich sehe einen Hebel auf der anderen Seite. Und du hängst da fest. Super. Ezio darf mit Katharinas Forza baden und ich schwimme im Klo. Den hier habe ich. Haha, nee, ich hab jetzt eigentlich den Hebel schon losgelassen. Aber es hat irgendwie nicht geklappt. Ich wollte die jetzt eigentlich voll ins Wasser plumpsen lassen. Egal, ja, dann schwimmen wir mal dahin. Oh Mann, ist das kalt! Ja, ist kalt, ne? Nicht jammern! Du hast leicht reden, du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Hallo! Manchmal reagiert er ein bisschen spät, ist mir aufgefallen. Puh, ich stink. Ja, tust du. Du übertreibst. So. Jetzt, das sind schon wieder so Sachen, die dauern ewig. Die kann man nicht abkürzen. Die sind... Denk dran, das ist der Spaß deines Lebens. Ja, ja. Tja, ja. Wenn du jetzt abstürzt, bist du tot. Nee, ist er nicht, weil jetzt müssen wir hier runterspringen, so wie ich das gerade sehe. Okay, dann lass ich mich halt fallen. Okay. Bereit? Alles klar. Achso, gedrückt halten soll ich. Okay. Warum wirst du eigentlich nie nass? Dafür habe ich dich. Charmant. Ja, ne? So, das ist wieder eins von den Teilen. Gott, ist ja immer, immer dasselbe. Danke. Ezio, wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Aber immerhin ein bisschen mehr Gameplay mit Desmond, das haben sich auch viele gewünscht. Viele Assassin's Creed 2 Fans. Gott, rette mich! Wow. Super, die Brücke ist hin. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Ja, beliebige Taste. Ja. Wow. Mädel. Geschafft. Lass mal sehen. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiele mit den Ratten. Super. Spring rüber. Gute Arbeit. Schade für die Ratten. Boah, in echt. Erstmal. So ein Weitersprung aus dem Stand. Tschü. Das schaffe ja ich gar nicht. Soldati, hier ist dein Eingang. Da lang müssen wir. Ja. Mit Desmond macht eigentlich schon Spaß, das Klettern. Also man fehlt dann dauernd. So. Es ist halt nur alles ziemlich langwierig, das da, dass man immer so eins, dann das nächste. Man kann irgendwie nicht schnell hochklettern. Gut, ich hol dann mal die Brücke. So wie Ezio. Das geht nicht. Die letzte habe ich gemacht. Ja, aber es war nur deine letzte. Haha, sehr lustig. Hab's. Oh, das hilft dir jetzt sowas von weiter, danke, Lucy. Desmond. Das war jetzt gerade echt unnötig. Ich denke, sie ist eine Assassinin. Ja, und danke. So, wo lang? Ja. Ach, klar. Okay. Jetzt bin ich mal dran zum Ausgleich. Ich finde das cool mit diesen verblassten Danke. Erinnerungen, ist ein Anfang. Die da immer respawned werden. Und schon wieder so ein weiter Standsprung. Du bist dran. Ich muss hier runter. Na gut.
Yay! Man kann ja gar kein Leben verlieren. Das ist cool. Man kann auch nicht desynchronisiert werden, denke ich mal. Oh doch, vielleicht, wenn man ins Wasser fliegt. Aber so dumm bin ich nicht. Und besser gesagt, Desmond ist nicht so dumm. Wo lang? Ah ja, hier, okay. Ist ganz klar, wo wir lang müssen. Nach einer Zeit ödet es irgendwie an, also wenn ihr wollt, könnt ihr auch gleich schon zum nächsten Part springen. Vielleicht passiert am Ende noch was Großartiges. Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Im Moment ist es einfach nur Hebel umlegen, Hebel umlegen, Hebel umlegen. Lucy kann anscheinend keinen Wandlauf. Wir sind ein gutes Team. Die kann einfach nur so springen, nur. Und die Post ist da. Okay. Komm, Desmond. Oh. Entschuldige, Mikro verrutscht, ich hab gar nichts gehört. Das ist ja jetzt praktisch eigentlich immer dasselbe. Aber jetzt sind wir im Altarraum. Oh, jetzt sind wir da. Super. Da ist wieder eine Ladesequenz. Oh, das sieht krass aus mit Desmond hier. Zack, wie auf dem Modelsteg, so. Zack, zack, zack. Wow. Nichts hat sich verändert. Ezio muss nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum? Das ist ein Geheimnis, was wir lüften werden. Okay, öffnen wir die Tür. Assassin's Creed Brotherhood. Aber ich weiß noch nicht welches, echt nicht. Okay, hallo. Okay, anscheinend kann Desmond jetzt nur noch so joggen und keine Wände hochlaufen im Moment. Warum er das nicht kann, ist mir jetzt irgendwie sehr rätselhaft, aber okay. Desmond macht ja auch mal so viele Faxen wie Ezio. Versuch doch diesen Blick, den du von Altair gelernt hast. Ja, das Adlerauge. Da ist was. Hier ist irgendwas. Kannst du den verdammten... Ja, der Ton ist jetzt versetzt, weil die deutsche Synchro nicht perfekt ist. Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Was ist das? Vielleicht eine Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen. 1419, 1420 und 1421. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na, schon gut. Bin okay. Wow, das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Ja, hier sollten wir sicher sein. Jo. Okay, sieht doch gut aus. Schau und versteck den Van in der Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was? Was stinkt denn so? Das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Vielleicht, das musste ich. Das war Lucys Idee. Ja, das musste Desmond. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. Ein Mützchen klöppeln. Oh mein Gott. Naja, das 15 Minuten sind vorbei und ich finde die Länge ganz gut und deshalb sehen wir uns im nächsten Part, egal wo Sean jetzt hinrennt. Ich höre jetzt auch auf und werde jetzt rendern. Ciao Leute, abonniert, kommentiert und so weiter. Jo.